Ein wichtiges Argument bei dem Korrektheitsnachweis von Algorithmen zur Ermittlung von kürzesten Wegen in einem Graphen ist das folgende Optimalitätskriterium. Und zwar sagt es aus, wenn ich einen gerichteten Graph G habe, der keine negativen Kreise enthält und ich betrachte mir zwei beliebige Knoten S und Z und habe einen kürzesten Weg zwischen S und Z, dann ist damit ja auch der Abstand zwischen S und Z definiert. Das ist ja laut Definition gerade die Länge eines kürzesten Weges zwischen S und Z. Ja, dann ist die Aussage dieses Optimalitätskriteriums die folgende, dass egal welchen Knoten ich auf diesem Weg von S nach Z betrachte, dass der Abstand von S nach Z gerade die Summe des Abstandes zwischen S und V sowie des Abstandes zwischen V und Z ist. Ja, also der Abstand von S nach Z ist gerade die Summe von S nach V plus der Abstand von V nach Z. Ja, das wollen wir uns kurz überlegen, warum diese Gleichung Gültigkeit hat. Und zwar machen wir das mit der folgenden Überlegung. Als erstes überlegen wir uns, was passiert, wenn V gerade S oder V gerade der Zielknoten Z ist. Naja, dann ist diese Aussage trivial, weil dann einer dieser beiden Summanden 0 ist. Ja, das heißt, wenn unser Knoten V gerade unser S ist, dann wäre dieser Teil 0. Wenn unser Knoten V das Z ist, dann wäre dieser Teil 0. Und die Gleichung wäre trivialerweise erfüllt. Das heißt, wir betrachten jetzt den Fall, dass also S ungleich V und dieses auch ungleich Z ist. Ja? Und jetzt betrachten wir uns beispielsweise mal diesen Teilweg, also es sei W1 der Teilweg von W von S nach V, also das ist hier oben, ist mein gesamter Weg W. Und wir betrachten jetzt dieses Anfangsstück, also das Stück von S nach V. Das zweite Teilstück nennen wir mal W2. Ja, was gilt dann? Dann gilt, dass die Länge dieses Wegstückes von W1, dass es sicherlich größer gleich dem Abstand von S nach V ist, einfach aufgrund der Definition unseres Abstandsbegriffes D, der ja definiert ist als die Länge eines kürzesten Weges von S nach V. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendeinen Weg W1 herausgreife, ja, dann ist dieser sicherlich immer größer oder gleich diesem Abstand. Das Gleiche gilt natürlich auch für unseren zweiten Weg W2. Dieser ist sicherlich größer oder gleich dem Abstand zwischen V und dem Zielknoten Z. Und es gilt weiterhin, dass die Länge des Wegstückes von W1 plus die Länge des Wegstückes von W2, dass das gerade die Länge unseres gesamten Weges W ist. So, jetzt führen wir einen Widerspruchsbeweis und zwar wie folgt. Wir nehmen jetzt an, dass die Länge des ersten Wegstückes, dass das echt größer ist als dem Abstand zwischen S und V. Ja. Wenn das der Fall ist, dann muss es ja einen anderen Weg geben. Und den nennen wir jetzt mal W1 mit einem Überstrich. Und zwar für diesen Weg W1' gilt, dass das gerade ein kürzester Weg von S nach V ist. Das heißt, die Weglänge von W1 Strich ist gerade die von S nach V, also der Abstand von S nach V. Dann bilden ja jetzt die Teilwege W1 Strich und W2. Die bilden zusammen einen Weg von S nach Z, und zwar mit der Länge
Ja, die Länge von W1' plus die Länge von W2, das ist jetzt echt kleiner als die Länge von W1 plus die Länge von W2. Und das war ja gerade die Länge von W. Nun hatten wir aber nach Voraussetzung gesagt, dass der Weg W, ja, dass der Weg W ein kürzester Weg ist. Ja, wir hatten gesagt, W ist ein kürzester Weg von S nach Z. Ja, und jetzt haben wir aufgrund unserer Annahme, haben wir einen noch kürzeren gefunden. Denn es gilt ja, dass die Weglänge von W1' und Weglänge von W2, dass die echt kleiner ist als der bisherige Weg W. Das heißt, W war nach Voraussetzung ein kürzester Weg von S nach Z. Und wir haben mit W1 quer und W2 einen kürzeren gefunden. Das ist natürlich ein Widerspruch. Das heißt, unsere Annahme war falsch. Und die Annahme war, dass die Weglänge von W1, dass die echt größer ist als der Abstand von S nach V. Ja, das heißt, diese Annahme ist falsch und wir können daher davon ausgehen, also gilt die Weglänge von W1 gerade dem Abstand von S nach V entspricht. Die gleiche Argumentation führt man für den zweiten Teil, für das Wegstück. Insgesamt erhalten wir also, dass der Abstand von S nach Z, das ist gerade die Länge des kürzesten Weges nach des kürzesten Weges W, dass das gerade die Länge von W1 plus die Länge von W2 ist. Und das ist gerade der Abstand von S nach V plus dem Abstand von V nach Z.